bisschen stärker geworden gerade noch. Grünlich? Hm? Grünlich? Ja, hauptsächlich grünlich. Ne. Weißt du, wie man die Schärfe kontrolliert da bei deiner Kamera? Das ist schwierig. Wenn man so ein bisschen das Gefühl, dass es schärfer sein könnte. Aber ich mache die Fotos. Ne? Bei den dieses Reinzoomen im Stern irgendwie halten. Zeitungen lesen. Nein, kein Mond, nur ein ganz bisschen Mond. Bis da ist es alles wie grün hier. Weiß ich nicht, habe ich noch nie gehabt. Sie praktisch zu weit im Norden. Vielleicht können wir uns in Alpen oder in Italien besser sehen. Ja, war so eine richtige Corona am Anfang mal. Also, ich weiß auch nicht, wo ich da hinhalten soll. Ich weiß nicht, wo die überhaupt ist. Am magnetischen Pol, aber wo ist der? Ist alles grün. Praktisch nach Süden halten. Das sind Wolken, diese, die werden aber auch grün angeleuchtet. Scheint durch, oder was? Das reflektiert wohl. Strahlung heute ist wie einmal röntgen lassen, oder? Nee, das ist jetzt ja nur so Magnet. Das war diese X-Flares, das wir sind ja jetzt auf der sonnenabgewandten Seite im Erdschatten, da kann ja überhaupt nichts an X-Ray gucken von der Sonne im Moment. Das sind ja diese Plasmateilchen, ne? Das gibt nur so Magnetschwankungen halt, ne? Das ist nicht gefährlich.
Ja, hätte sich ein paar mehr Strahlen gewünscht. Es ist alles relativ diffus. Aber vielleicht auch wegen der Bewölkung. Corona kommen da oben. Die Werte sind extrem. Also, ich meine, die können nicht stärker sein. Ja, das läuft da zusammen. Was da jetzt nicht zusammenläuft, weiß ich es auch nicht mehr. Zusammen. Objektiv nicht beschlagen. Das Objektiv war vorhin auch schon beschlagen. Ah, guck mal hier. Das kann man jetzt als Corona langsam durchgehen lassen. Ja, das läuft da alles zusammen. Siehst du das? Diese Strahlen, wie die da so. Ja, guck mal, hier, guck. Visuell, ne? Auch. Ja. Krass. Krass, 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 krass. Das ist jetzt doch sehr krass. Ja, das ist der Höhepunkt bisher. Wie spät ist es? Sehr hell. 0:11 Uhr. Ja, das ist ja so mal. Oh, guck mal da oben, ne? Mann. Das geht alles da oben zusammen, ne? Siehst du das so? Ja, das ist so wie vor vielen Jahren in Eggenfelden. Meine Güte. Okay, das ist, viel mehr geht, glaube ich, nicht in unseren Breiten. Das ist mit Corona. Es läuft da wie so ein Zelt alles da oben zusammen. Die Strahlen, die gehen 500 Kilometer nach oben. So wie so Eisenbahnschienen in der Entfernung. Das geht aber eigentlich senkrecht nur so hoch. So Lichtverschmutz hier, ne? Ja, das ist alles kommt, alles Polarlicht. Aha. Das ist alles Polarlicht heute. Das ist alles hell wegen dem Polarlicht. Das gibt es da, ist alles grün und dann da rot.
Ja, klassische Corona. Endlich, das hat aber auch gedauert. Ja, das wird wohl KP9 sein jetzt langsam. Mir geht bald nicht. Sehr helle Strahlen jetzt hier. Wahrscheinlich dieses Steve Aurora oder sowas. Sehr helles weiße Strahlen. Das nennt sich, glaube ich, Steve. Oder das tritt nur bei den allerstärksten, lade ich dann auf. Meine Fresse. Ja, das ist wieder beschlagen. Beschlägt andauernd. Sehr hell.
wieder ein Zebra auf dem Objektiv drauf oder ist das? Womit gehst du da aufs Objektiv? Das ist eine Textil. Das Textil ist so ein Unterhemd. Das ist ist das jetzt pink oder violett? Das sieht rot jetzt gerade. Ah.